da hat er schon angedeutet, dass es im Doppelpack mit Sascha sehr gut gemacht hat, mit Sascha Lewandowski. Und aufgrund der vieler Gespräche und auch Beobachtungen war mir, war uns allen klar, dass Sami das alleine packen wird in der alleinigen Verantwortung. Wichtig ist natürlich auch da, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung als Trainer, dass wir in meinem Umfeld geschaffen haben, das für ihn wichtig ist, der in wichtigen Dingen auch dann unterstützt wird, Arbeit abgenommen wird. Wir haben mit Jan Moritz Lichte, hat er einen tollen Co-Trainer an seiner Seite. Wir haben mit Daniel Nitzkowski noch einen zusätzlichen Co-Trainer dazugeholt. Mit Holger Broich, den führenden Sportwissenschaftler hier bei uns im Verein angestellt, der die Spieler auf dem höchsten Grade fit hält und auch ausbildet. Tollen Torwarttrainer David Thiel. Klar, das, was Bernd Leno Woche für Woche zeigt, ist auch mit Verdienst von David Thiel. Also es passt schon auch die Kommentare. Das ist auch immer wichtig bei diesen vielen englischen Wochen, auch unsere medizinische Abteilung, unsere Doktoren und vor allem unsere Physiotherapeuten um Sven Elsinger. Die machen hier eine tolle Arbeit, dass wir gerade in diesen vielen englischen Wochen relativ wenig Verletzte haben. Was natürlich für jeden Vereinsverantwortlichen natürlich am schönsten ist, dass du direkt mit Siegen beginnst. Wenn du einen guten Start hast, ist natürlich immer schön, geht der Druck ein bisschen weg. Die Mannschaft ist voller Selbstbewusstsein und das tut natürlich immer gut. Ne? Wir haben es ja schon gezeigt, dass wir nach schlechten Starts dann trotzdem wieder zurückgekommen sind. Im Jahr davor war es ja so, da sind wir mit der Niederlage gestartet. Diesmal haben wir direkt gewonnen und dann hat man gemerkt, die Mannschaft steht da mit seinem Hüppler so ein bisschen auf einer Welle und die haben wir auch gut genutzt, waren gleich richtig oben dabei. Ja, da sind wir so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, obwohl wir 1-1 gespielt haben. War es natürlich eine gefühlte Niederlage, weil wir sehr, sehr unterlegen waren. Die Bayern uns praktisch an die Wand gespielt haben und wir haben mit viel Glück und Bert Leno im Tor dann einen Punkt gerettet, der sicherlich in der Tabelle dann gut tut. Aber das waren natürlich nicht unsere fußballerischen Ansprüche, das war schon enttäuschend, muss man ganz klar sagen. Also das können wir besser, wir hatten ein bisschen zu viel Respekt vor einem großen Gegner. Das haben wir dann auch ein paar Mal in der Champions League gegen Manchester United dann noch leider gehabt. Aber dann, und das war das Wichtigste, bei einem vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, in Dortmund bei dem Champions League-Finalisten uns von der richtigen Seite gezeigt. Jeder war aggressiv, wir waren selbstbewusst. Wir wussten, wir können was in Dortmund mitnehmen. Und dann, wenn dann die mentale Situation passt, und es hat gepasst an dem Tag, wir haben dran geglaubt, haben ein tolles Spiel abgeliefert und dort verdient gewonnen. Das ist auch, muss unser Maßstab sein, auch für die Rückrunde, dass wir auch gegen die großen Gegner dann auch selbstbewusst auftreten, ganz wichtig. Man denkt ja immer, man ist schon so lange dabei im Fußball, dass eigentlich einen nichts mehr überraschen kann, dass man schon alles erlebt hat, aber man bekommt dann mal schnell mit, dass es immer noch mal Steigerungen gibt und es war ja dann dieses sogenannte Phantomtor, das natürlich keiner wollte, wir am allerwenigsten, aber es ist dann leider passiert und wir wollten das Tor nicht, wir können aber auch nichts dafür, keiner konnte was dafür, dass das Netz kaputt war. Wir hätten auch alles akzeptiert, was das Sportgericht entschieden hat, aber natürlich auch immer mit der Maßgabe, und da wird mich heute auch immer noch keiner von abbringen, dass ein Wiederholungsspiel keine gerechte Lösung gewesen wäre. Nur dann, wenn man am Stand von 1-0 in der 70. Minute, damals ist ja dann dieses Phantomtor passiert, das Spiel fortgesetzt hätte. Ja, ich gebe nur ein Beispiel, vor kurzem hat Juventus Turin in der Champions League ein Spiel wiederholen müssen bei Galatasaray, wurde auch erst in der 30. Minute dann fortgesetzt, da ist es vorab gebrochen worden. Ich glaube, dass das letztendlich die viel, viel gerechtere Lösung gewesen wäre oder immer noch ist, dass man, egal ob Spielabbrüche oder wirklich dann auch solche sogenannte Phantomtore, wenn schon Wiederholung, dann ab der Spielminute alles passiert ist.